Und jetzt kommt das Ermächtigungsinstrument des Kapitalwerts. Das Ermächtigungsinstrument ist das Bild, das vor unserem geistigen Auge entstehen sollte, wenn wir in der Prüfung lesen, machen Sie irgendwas mit Kapitalwert. Das Ermächtigungsinstrument ist ein Zahlenstrahl. Von daher ist Ihre Aktion das Ziehen eines Zahlenstrahls. Ziehen Sie bitte mal unter der Überschrift Berechnung und Kalkulationszinsfuß einen Zahlenstrahl, also einfach eine Linie von links nach rechts, genau, und unterteilen Sie, skalieren Sie sozusagen in T0, machen Sie also kleine vertikale Striche, das erste oben ist dann T0, T1, T2, T3, also hinten das letzte, wo die Linie endet, können Sie T3 einfach den vertikalen Strich machen. Das ist Ihr Zahlenstrahl. Das ist Ihr Ermächtigungsinstrument. Das ist Ihre erste Aktion. Und nun tragen Sie an den Zahlenstrahl darunter die Einzahlungsüberschüsse zugeordnet den jeweiligen Zeitpunkten bzw. Perioden. Das heißt, bei T gleich 0 steht unten minus 2600. Bei T1 steht, was steht da? 700. Richtig, 700. Und so weiter. Machen Sie das bitte eben mal zu Ende. Und wenn Sie das haben, sind Sie sozusagen mit dem Ball vors gegnerische Tor gestürmt, haben die Abwehr ausgespielt und jetzt müssen Sie den Ball nur noch ins Tor schießen. Und den Ball nur noch ins Tor schießen heißt, dass Sie jetzt den Taschenrechner anwerfen und das Ganze abzinsen auf T0. Allerdings müssen wir vorher noch eines wissen, nämlich den Zinsfuß.